All diese Welten liegen hinter uns. Und was liegt noch vor uns? Das haben wir gelöst. Und es fehlt nur noch Mond Prozo. Auch den Zusatzlevel vom letzten Schalter des Spiels haben wir bereits gelöst. Und ich denke, wenn wir das hier haben, wird sich die Barriere heute in diesem Part lösen. Nehmen wir dich mit. Ja, für Strahlhex, ich weiß auch nicht. Ja, ja. Auch nur, weil sie schon getroffen wurde. Kriterien. Auch selbst eine Fähigkeit fällt mir so auf. Also wahrscheinlich wird sich heute die Barriere lösen und wir gehen schon ins finale Level. Da müsste schon vieles passieren, dass das heute der einzige Level heute bleibt. Aha. Ich hasse Gegner, die keine Fähigkeiten geben. Können wir nicht befreunden. Die sind so böse, dass sie keine Freunde werden können. Jetzt reicht's aber mal, yeah. Okay. Und schon Battle Party? Ach komm schon. Wir kriegen noch welche vorgeschlagen. Den Flüglerich will ich nicht. Den hab ich schon. Knuckle Joe. Ach, weißt du. Dann machen wir den hier. Oh, Tröpfli ist angeschlagen. Pass auf. Den und den. Obwohl. Lass mich überlegen. Obwohl, ja, eigentlich. Machst du Kibbel weg. Kann sich irgendwas verbinden? Ah ja, Luft. Wind, Sturm, Orkan. Nur für mich oder für die anderen auch noch irgendwas? Ah, Psycho. Das ist mir gehuppt wie gedupt. Gesprungen wie gehüpft. Das ist mir egal. Nicht egal sollte mir dieser Boss hier sein mit dem weiteren dunklen Herz. Wahrscheinlich wieder eine der Priesterinnen. Ja. Wer hätte gedacht, dass mich die Suche nach den Stücken des Störherzens wieder zu dir führt, Kügelchen? Wenn da nicht die feurigen Flammen des Schicksals ihre Zungen im Spiel haben? Ja, jetzt habe ich die richtige Temperatur. Für meine Flammen meine ich. Aufgepasst, du kugelige Knalltüte. Im Namen von Lord Heines. Verwandle ich dich in einen feurigen Ball der Lästigkeit! Flammende Rache, Flamberger. Okay, okay. Packen wir es an, bisschen vorsichtig, aber trotzdem konzentriert und... Angriff ist die beste Verteidigung. David. Sagt das mal im Saftkorn, ne? Ah, sehr agil. Einfach draufspringen ist jetzt auch nicht die Lösung. Ich müsste echt. Jetzt habe ich schon gut Schaden gemacht. Achtung. Oh, konnten es rechtzeitig verhindern. Das ist sehr nice. Haut den Schurken auf die Gurken! Kommt schon, Leute! Ordentlich muss sie einstecken. Phänomenal! Das wäre das. Also auch Franziska haben wir bereits besiegt. Sind aber nur zwei der drei Schwestern. Die letzte war ja die älteste. Wartet die denn vielleicht im womöglich finalen Level? Ob es das absolut finale Level ist, bezweifle ich. Ich kann es mir nicht vorstellen. Weil Kirby ist schon immer so ein bisschen... Die haben bei den letzten Kirby-Spielen so einen Anton gemacht mit dem Finale, mit dem Ende, mit dem Endboss... Kann ich mir nicht vorstellen, aber das sieht, wie gesagt, echt nice aus hier. Detailreich. Gut gezeichnet. Das am Rande. Komm, das war ja jetzt echt nicht der Rede wert, Mond Prozo. Jetzt passiert was. Und der Weg führt weiter. Jawohl. Ich dachte, da tut sich nur ein Loch auf, aber es ist in der Tat die gesamte Barriere, die einen Abflug macht. Basisstörkantra. Ja, auf was warten wir noch, ne? Werf keinen Blick zurück. Wobei, haben wir ja schon gemacht heute.
trotzdem augenscheinlich ein nicht unwichtiger Level, nicht wahr? Mal sehen, was wir alles hier haben. Einfach eine Tür. Sowas liebe ich ja. Unnütze Bereiche. Das ist einfach für das Feeling. Na gerne, Feeling! Der Dist-Level ist be a good level. Der tonight gonna be a good, good night feeling. So, was haben wir hier? Ha, es braucht noch Gegnerparaden, Bossparaden, all das. Könnt ihr doch nicht auslassen, Freunde der Nacht der modernen Unterhaltung. Als ob die würden, ne? Alles direkt weggehauen. Was das angeht, bin ich hier ganz gut beraten mit meinem Sausebumerang. Jawohl. Das sind ja einige. Hat auch was von Smash, wenn irgendwie kämpfendes Polygon-Team kommt. Ich sehe da echt Parallelen. Gut, am Ende wurde noch eine Bombe gezündet. Bomben! Passiert. Den Hotdog. Nein. Haltet euch in der Luft. Kollegen. Der Ansturm. Aber okay. Das ist... Das war auch nur eine Schlacht hier im großen Krieg. Oh yeah! Na gut, irgendwas Besonderes muss es ja geben. Gibt's den Freundeskreis? Yep. Wollen wir mal aufpassen, hier wird's bestimmt gewitzte Passagen geben, bei denen man gut reagieren muss. Trap. Hauruck! Chaka! Ah, das ist Musik in meinen Ohren, Augen. Musik in meinen Augen. Ah! WTF! Ich bin, glaube ich, oben noch ein bisschen abgeprallt und deswegen schneller runtergefallen. So ein Arsch. Hm, yeah. Verwendung des Aufnahmeknopfs. Habt ihr gesehen? Ich brauche in meiner Switch keinen Aufnahmeknopf. Habe ich schon an meiner Elgato. Like. Ah, Trap. Ja, aufpassen. Was? Es rollt halt nicht weiter. Okay, das war nicht der Fehler. Ich bin nicht abgeprallt, eben auch nicht. Einfach noch später abspringen, damit du auch ja, im vollen Umfang oder ich sag mal im größten Teils Umfang drauf bist. Es ist nicht so, als ob die so einen Prall drauf hätten, dass sie da hochrollen. Aber das dachte ich insgeheim, ehrlich gesagt. Und gedrückt halten. Ich habe die ganze Zeit nicht gedrückt gehalten. So springen die halt höher. Und dann passt das wieder locker. Ich dachte halt, das wäre nicht nötig, ne? Oh, Leckerlis! Götten. Kleiner Unterbereich, ja? Du Untermensch. Unterbereiche für Untermenschen. Haben wir was zum Burnen? Jetzt haben wir was. Obwohl, lass mal da. Ich mach das selber. Selbst ist der Kirby. Stören, oder? Kann ich das nicht mit Knuckle Joe machen? Das ist nicht, was ich anstrebe. Geht es mit Curling? Danke, dass du die Gegner erledigst, die ich brauche. Oder wir machen den hier. Bomben! Hä, was? In der ersten Welt ist einfach so runtergefallen. Irgendjemand von euch muss die Fähigkeit haben. Ach, Mann. Kommt der Bumerang nochmal zurück? Das ist der Stein, den brauche ich jetzt aber ehrlich gesagt doch nicht.
Ich noch hier. Lass den mal schön anständig respawnen, bitte. Ganz nach rechts. Und dann wieder nach links. Okay. Du kannst das. Du weißt, was zu tun ist. Andererseits... Du weißt es nicht. Müssen wir die Fähigkeiten tauschen. Feuertyp ist ja auch immer da. Alle stehen hier. Ich sagte, selbst ist der Kirby. So rum wird es schon funktionieren. Oder? Meint ihr, das geht doch nicht? Das rollt dann auch sofort runter. Dann mache ich den hier. Beides. So war es auch im ersten Level. Blitzmerker. Ich dachte halt nur. Man kann ja denken, oder? Ja, scheinbar nicht. Kaputski. Stehe. Ah, jetzt brauche ich den Stein der Weisen. Lassen wir den auch noch schnell respawnen. Können die selbst zusammenarbeiten? Ich weiß nicht, ob ich denen das zumuten soll. Nein. Nein. Pleiten, Pech und Pannen heute. Ja, nehme ich es. Also, machen wir es einfach so. Das ist dann unkompliziert. Dann hat sich die Sache gleich erledigt. Was man nicht alles tut. Was man nicht alles tut. So, machen wir das gepflegte Curling. Die Sache wird passen. Ist auch schön, dass der Loder-Typi sich selbst dazu entschieden hat, den Berufswechsel zu vollziehen. Auch das nehme ich lieber selbst. Ich entscheide mich immer nur um. Nicht, dass ihr denkt, das wäre Fail von mir. Schalte mich immer nur um. Let's go! Wundert mich sowieso, dass solche Szenen seit der ersten Welt so verdammt selten angewendet werden. Hätte ich öfter vermutet. Kaching, kaching. Dafür also das Ganze, hä? Und das 100. Leben. Wird hier nicht gespart. Beileibe nicht. Aber okay, unser Team hat schon ein bisschen was auf dem Kasten. Ah, ich wollte doch König DDD und Meta Knight holen. Da müssen wir mal schauen, ob es wirklich der letzte Level ist. Falls nicht, vielleicht bekomme ich ja nochmal die Gelegenheit. Kann sein, aber ich weiß es nicht. Die wir nicht hoch können zu den Gegnern, sondern die quasi zu uns runter wegen den verdammten Kanonen-Dingsies. Aber auch schön, dass solche Elemente, sag ich mal, vom Gameboy bis zur Nintendo Switch einfach da bleiben und sich mit weiterentwickeln. Also rein grafisch. Natürlich sollen die Kanonen ja nichts anderes machen. Außer ihre Arbeit. Was tun sie? Gut, Feuer mit Feuer bekämpfen, ne? So eine Sache. Euch wieder nichts. Bin ich ein kleines Würstchen. Einsam und verlassen. Die geben noch nicht mal was. Ihr macht das schon.
gut, ein kleines bisschen helfen kann ich schon, ne? Okay. Konnte ich jetzt nicht, aber ich hätte können. Ach Leute, ich bin ein bisschen angestrengt von all den Parts. Die Fähigkeit will ich nicht. Ich bin ein bisschen angesprengt von all den Parts, die wir hatten. Ist mir natürlich auch gespannt, wie es hier weitergeht. Man will keine Fehler machen. Macht umso mehr Fehler. Gut, noch ein Freundeskreis. Da wird der Durchschnitt an im Spiel eingesetzten Freundeskreise doch wieder eklatant erhöht. Also wenn ich nichts vergessen habe, war das sogar heute der dritte und der vierte Freundeskreis im Spiel. Mehr waren ja nicht, oder? Ich fühle mich auch ein bisschen Déjà-vu-Style hier. Fast identisch aufgebaut, du. Vielleicht zu eben. Song und weg zum Balkon. Okay. Ich hätte das noch auf eine Maxi-Tomate. Das ist einfach das Ziel. Ohne Boss oder so. Das wird separat kommen. Das wird separat kommen. Was könnte hier noch Spannendes sein? Da war der Stern irgendwie. Habe ich nicht gekriegt. Der HAL-Raum. Oh, ich habe mitbekommen, dass es den wieder gibt. Mir wurden Videos vorgeschlagen auf YouTube an der Seite. Von wegen Secret HAL-Room in Kirby Star Allies. Ich weiß nicht, ob es der einzige ist. Das einzige, den ich gefunden habe. Juhu. Das ist einfach nur ein kleines Versteck, das sich immer mal wieder wiederholt. So ein Running Gag, kann man sagen. Kein Easter Egg. Running Gag. Ihr guckt euch den Retro-Meternet an, der ein bisschen hilft. König DDD. Das sind die Entwickler, ne? H-A-L. H-A-L. Ich sag's nur mal dazu, ne? Für die paar Leute. Die sich jetzt denken, was ist mit dir los? Hä? Okay. Und da gibt's noch mehr Puzzleteile. Wuhu! Was ist da? Formidabel. Ganz viele Belohnungen. Ja, ich habe nichts dagegen, wenn man sich immer so ein bisschen privilegiert. Ich sag mal so, diese... Da wird ja nicht aufgedrückt an Selbstdarstellung, sondern das ist einfach auch in dem Ausmaß dann immer nett zu sehen. Wisst ihr, wie ich meine? Sega war da früher ein bisschen schlimmer. Sega hat in jedem Spiel irgendwie, keine Ahnung, Sega-Reklame und das Logo überall im Spiel hingeklatscht gefühlt. Ist irgendwo verständlich, ne? Man will ja seine Marke, man will ja den Wiedererkennungswert haben. Da waren jetzt ein paar Doppelte dabei. Guckt euch das an. Der große Kampf im Labyrinth. Ich erinnere mich. Dieses Spiel, ey. Ich weiß jetzt nicht, welches es war. War das GBA oder DS? Ich glaube GBA. Mit diesen Handys. Drei Erinnerungsbilder vollständig. Du kannst dir alle Bilder in der Galerie ansehen. Ja, da können wir bei euch ja fleißig weitermachen. Oh ja. Terminus Caelis. Ich jetzt echt am Grübeln, wie ich das zusammenstellen soll. Aber wie gesagt, nichts gegen meine derzeitigen Teammitglieder, gegen meine Allies. Aber ich hätte gerne noch ein paar andere bei mir, die so ein bisschen mehr das Finale zelebrieren könnten. Geht mir um zwei. Rattle D ist mir leider ein bisschen egal. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es besonders viele große Rattle D-Fans auf der großen weiten Welt gibt. Ja. Und mehr geht nicht. Wenn ich wieder rein und raus gehe, geht es dann? Oder muss ich extra in eine andere Welt reisen und dort den Traumpalast betreten? Das
müssten wir auch mal. Ah, gar nicht. Ich will es ein bisschen auf die Spitze treiben. Ich will es ein bisschen rausfinden. Rauskitzeln will ich das. Ich tippe drauf, dass es nicht geht. Also latschen wir nochmal durch die... Wo war denn der? Sogar dran vorbeigelaufen oder sehe ich den? Ach so, Entschuldigung, bin dran vorbeigelaufen. Geht? Das erneute Eintreten ist erst nach dem Abschluss eines Abschnitts möglich. Wir sind aber wieder drin. Also, ich weiß nicht, ob Nintendo da so gut mitgedacht hat, aber... Auf jeden Fall können wir ohne weiteres wieder hinein und uns die Kollegen einholen. Mein Vorschlag wäre, dass wir jetzt schon mal... Kann ich nicht ganz schnell zurück? Levelliste? Ups, und da sind wir drin, oder was? Dass wir das einfach schon mal beginnen. Okay, wir haben uns nur hin teleportiert. Wir beginnen das schon mal, werfen einen Blick drauf, aber ihr könnt euch darauf einstellen, dass, wenn die Luzi abgeht, der Schnitt in den nächsten Part kommt. Ja, es tut mir leid. Ne? Partlänge ist so gut wie geschafft. Hey, nicht einquetschen lassen. Ich brauche euch alle, ne? Denke ich mir zumindest. Hey! DDD, lass mir noch was übrig. Irgendwas brauche ich selber. Oh, passt wirklich auf, Leute. Ruckzuck. Wart ihr mal, meine Begleiter. Bomben wären auch noch sehr passend. Hä? Alter, übertreib doch mal nicht. Natürlich. Ich wollte Bomben. Leute! Nein, Mitty! Nein! Ehrgeiziges Vorhaben. Oh, komm schon, wehe, die fehlen mir jetzt. Die fehlen mir jetzt garantiert. Meta Knight. Das ist ja aber auch gemein, ey. Echt jetzt? Das wollen die extra, glaube ich. Dass du dir nicht irgendwelche Oberpros mitnimmst, zwingend. Ich meine, das geht natürlich, aber... Nein, nicht er. Egal. Nimmst du? Kommt doch, wenn du so einen ganzen Schwarm an Lemmingen hinter dich herziehst. Die. Oh, welcher wahnsinnig, du. Soll man nicht wahnsinnig werden? Achso, nee, doch. Sorry. Denkfehler. Hat sich was mit Metanet und DDD. Hab ich so schön vorbereitet. Aber heute werden die Helden andere sein. Mit. Lasst euch nicht zermatschen. Kommt schon, Leute. Ich habe wenig zum Verbinden, ne? Auffällig, dass das hier auch nicht einfach ein Boss-Level ist. Sondern einfach noch mehr. Das irritiert mich. Das hätte ich so nicht gedacht. So, ich muss nach oben hin. Warum sollte das so schwer sein? Aha. Timing ist alles.
passt mir für diesen Part noch ganz gut in den Kram, aber kann ich mir vorstellen, dass es trotzdem immer noch nicht der letzte Level ist. Vorsicht. Ich gehe einfach schon mal durch. Für den Fall, dass ihr irgendwie zu Pfannkuchen werdet. Oh, man. Definitiv keine Welt für so einen tollpatschigen DDD. Hübsch sieht's aus und da sind auch schon die Kämpfer. Also gut, ich glaube, hier geht's finalwürdig zur Sache. Mit diesem Team treten wir vielleicht an. Gleich kommen eventuell noch ein paar Vorschläge. Und mal gucken, wie es abgeht. Also seid das nächste Mal auch wieder dabei. Jetzt kocht auch wirklich meine Spannung. Und ich habe was auf dem Kochtopf stehen lassen. Auf dem Herd stehen lassen. Den Kochtopf auf dem Herd. Seht ihr, ich kann vor Aufregung nicht mehr irgendwie klar denken. Bis zum nächsten Mal. Gebt mir Daumen, denn Daumen sind besser als Pflaumen. Bis dann und ciao.